Eines von diesen Dingen verfolgt mich. So, wir kommen hier zurück zu Impossible Creatures. Ich habe gerade beschlossen, dass ich die Mission nochmal neu anfangen werde. Total aufregend, weil ich habe schon einige Ressourcen hier verbraten und im Moment sieht es doch eher ungeil aus von allen Seiten. Gehilfen werden... Deswegen machen wir es nochmal neu. Oh, ist das schön. So. Neues Ziel, Boss. Ja, yeah, immerhin geht das schnell. Fantastisch. Fertig, Boss. In Ordnung. Das heißt, wenn man das von hier aus startet, muss man gar nicht die ganzen Sequenzen sich mit anschauen und hören. Das ist auch praktisch. Fertig. Hat was. Okay, die bleiben wir hier. Also kommen wir mit. Und jetzt? Was ungefähr genau das Gegenteil ist. Tja, andere Vorgehensweise. Ich versuche, dass ich möglichst schnell zum Blauen irgendwie was reißen kann. Ja, ja, ist ja gut. Blablabla. Das hier oben wäre natürlich auch nett, aber ich glaube... Doch, da, doch, das muss ich auch wegmachen. Doch, doch, doch. Muss mal gucken. Es gibt mit Sicherheit noch irgendwelche schöneren und besseren Kombinationen an Tieren. Das wird mit Sicherheit noch gehen. Allerdings habe ich wenig Muße, mir das irgendwo anders anzuschauen und nachzuschauen. Weil das geht so ein bisschen an dem... Hallo? An dem eigentlichen Zweck vorbei, sag ich mal. Okay. Wenn ein Spiel ist... irgendwie nicht eindeutig genug macht, was ideal wäre oder was okay. besser wäre oder nicht, dann ja, dann findet man das halt nicht, ne? Würde ich mal sagen. Es wird einem ja nicht aufgezwängt und aufgedrängt. Rex Chance zu was ihrem gut Dienst. Wäre und was an nicht. Die Arbeit. Es gibt natürlich Hinweise von wegen, ey, probieren wir das mit dem, aber was? Das heißt nicht, dass man irgendwie hallo, in Ordnung. Dass ich mich dann außerhalb des Spiels dann großartig darüber informieren okay. möchte, was denn stark ist und was nicht. Oder mich dazu genötigt fühle, mich informieren zu müssen. Sagen wir es mal so rum. Im Sinne von, hey, das ist vielleicht fertig notwendig, um überhaupt irgendwas zu erreichen. Und das andere hallo? Auch. Oder eben auch nicht. Fertig, Boss. Ja? Hallo? Ach, komm, die dürfen doch zu zweit was machen. Das passt. Die Kreaturen werden angegriffen. Okay, da wird ein Angriff ich bin raus. Okay. Ah, das Gebäude Moment. Ist fertig. Das war schon mal ganz gut. Die Kreaturen werden angegriffen. Fertig. Fantastisch. Gut, das kriegen die hin da oben, fertig, ne? Boss. Das heißt, zusammen können sie noch ein bisschen Strom basteln hier, Stromgenerator. Sie sind der Boss. Brauch halt Strom. Die Kreaturen werden angegriffen. Das ist für die Fortschritte jetzt ein bisschen interessanter. Rex Chance zu ihren Dienst. Die fortgeschrittenen Technologien und Stufen zu bekommen. Gut, das funktioniert. Ich müsste da noch mehr von machen, ne? Noch mehr Leute. Wobei, es Sie sind schon ein paar Leute. Sie können unmöglich uns beide besiegen, Mr. Chance. Die Chancen stehen schlecht für Sie. Warum machen Sie es sich nicht leicht und geben einfach auf? Aufgeben ist eine doofe Option. Abgeschlossen. Mal ganz okay. ehrlich, aufgeben ist uncool. In Ordnung. Wenn es noch Chancen gibt, dann will ich nicht aufgeben. Und wir haben noch Chancen, auch wenn das letzte Mal tatsächlich nicht so gut aussah. Zusätze abgeschlossen. Ich glaube, man erkennt, was gemeint hallo. Ist. Ich brauche mal Strom. Sie sind der Boss. Zack. Hallo. Danach kannst du meinetwegen weiterarbeiten. Hallo. In Ordnung. Falls du dazu Böcke hättest, wird auch gewerkelt, ja. Das neue Gebäude steht. Zusätze abgeschlossen. Ist natürlich, bisher kann ich noch gar nichts bauen hier. Mal ganz ehrlich, bisher ist noch alles Grütze hier. Die sind echt nicht gut, schade. Hab ich irgendwas Spannendes gemacht gehabt? Hab ich irgendwas... einiges Erschwingliches hier? Gottesanbeterin, habe ich damit schon mal ernsthaft was Sinnvolles gemacht? Ich weiß nicht. Raserei, die Rudeljagd. Die haben natürlich einen guten Biss. Glaube ich, oder? Ich hätte an sich gerne, wirklich gerne irgendwelche Fernkampfattacken und sowas, aber ich glaube im Moment sieht es eher noch schlecht aus. Das wäre eine Stufe 2, das Biest hier. Okay. Okay, jetzt Stufe 3, Mist. Aber es hat Verteidigung, es hat begrenzt viel Gesundheit. Das sieht lustig aus. Das wäre dann Stufe 2, warte mal. Das könnte man mit Stufe 2 hinkriegen. 12 Nahkampfschaden. Aha, interessant. Jetzt werden wir in Stufe 3, der Faustschlag. Ha. Hat auch nicht mehr Leben, ne? Und mehr Verteidigung. Wie wäre es, wenn ich den... Ich baue den einfach mal. Einfach mal spaßhalber. So einen ganz billigen Schwung davon. Stufe 2. Kriege ich hoffentlich hin. Bald. Im Sinne von jetzt. Nein! Jetzt, so. Dass wir damit schnell mal irgendwie ein bisschen was reißen. Ich meine, gut, ist die Frage ist, was heißt jetzt schnell genau? Ich habe so ein paar Leutchen hier. Und vor allem bringt das Schnelle halt was. Oder bringt es nur letztendlich nur verlorene Kosten? Boss.
Das ist halt die große Frage, aber ich gucke mal zumindest, was da so geht und was nicht. Das lasse ich mir gerade mal nicht nehmen. 85 Energie, na, dafür sind die, ist das andere ziemlich billig, ne? Hm. Macht mehr Schaden als Bo Schuster. Entwicklung für Stufe 2 ist abgeschlossen. Was auch nicht uninteressant ist. Und Rudeljagd. Oh, ist nicht verkehrt. Kann ich das Ding bauen? Aquatank brauche ich. Okay, Mist. Fertig, Boss. Okay, war mal zu rechnen, wenn das Ding aus dem Wasser kommt eigentlich. Mal so gesehen. In Ordnung. Es mag überraschen, wenn ein Piranha mit involviert ist. Okay. Boss? Ich werde mal ein, zwei stationäre Sachen bauen hier. Auch wenn im Moment die Sachen sind, die dann am ehesten sterben hier, aber. Ja, dass man da so ein bisschen. So ein Hauch mal ein bisschen hier was macht, was in eine Richtung geht, die interessant ist. Oder wo man sich dann ein bisschen hauchsicherer fühlen könnte. Hat gewerkelt, ja. Stufe 3 ist auf dem Weg. Fertig. Ist eine gute Frage, was ich jetzt halt ganz genau machen möchte. Das Gebäude ist fertig. Also die allerkonkretesten Vorstellungen habe ich da tatsächlich nicht. So, mach doch mal einen Schwung voll. Sie sind der Boss. Ich hoffe, die Dinger halten lang genug, um irgendwie irgendwas zu machen. Fertig mit bauen. Sie sind der Boss. Oh, die sind angenehm schnell. Rex wird oder angegriffen. Zumindest nicht zu langsam. Entwicklung für Stufe 3 ist abgeschlossen. Aber so, die sind nicht zu langsam. Okay, die Kreaturen werden angegriffen. Fertig. Und er chillt einfach so rum. Okay, das passt doch. Na, ganz wunderbar. Das kriegen die hin, ne? Na klar. Fertig. Kein Alles Problem. Klar. Das Gebäude ist fertig. Und die lassen sich halt auch wahnsinnig schnell bauen anscheinend. Lass dich echt schnell bauen, die Biester. Da hätte ich immer gern. Da hätte ich tatsächlich gerade mal einen Schwung von voll. Ich weiß nicht, wie gut die sind, aber die sehen lustig aus zumindest. Lebenspunkte mal ein bisschen erhöhen hier, wenn das denn geht. 125 Spars, so wunderbar. Sie zerstören unsere Gebäude. Ja, ist ja gut. In Ordnung. Fernkampf wäre natürlich auch noch schön, aber naja. Sie sind der Boss. Ich könnte das jetzt auch bauen hier mit Fernkampf. Ist auch immer noch. Finde ich immer noch gut. Oh nein, ich verliere Einheiten. Oh nein, wie traurig. Schnüff. Huhu, Schnüff. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Das ist tatsächlich traurig, ne? Aber, naja. Mal so gesehen. Nee, ich brauche mehr Einheiten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich schlau ist, so viele von zu bauen. Vergleichsweise viele zumindest. Vermutlich nicht. Aber wer weiß, ob die, wenn die ein bisschen upgraded sind, ob die dann nicht wirklich Schnäppchen sind. Das kann halt auch durchaus passieren. Warum lassen die sich halt unheimlich schnell bauen? Oh, das war falsch. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Lass dich echt schnell bauen und so und sind, Chance zu ihren Dienst. Sind immer noch die Kreaturen werden angegriffen. Ist gut. Wird sofort erledigt. Ruljak haben sie auch. Wobei. Doch, hier. Raserei haben sie auch. Von daher, was will man mehr? Außer natürlich sofort Rente mit Anfang 20. So. Also das ist tendenziell unwahrscheinlich. Ich bin bereit. Schaffen die das? Ja, klar, locker, Logan. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich habe ein paar Verluste, ja, das ist aber relativ normal, muss ich da mal sagen. Ich meine jetzt ganz, ganz Sprung von so. Die Kreaturen werden angegriffen. Vielleicht ist das toll. Vielleicht ist es auch totale Grütze. Das wird sich zeigen. Okay, Geschwindigkeit, ja. Geschwindigkeit wäre fast auch noch interessant, damit das Ding halt so ein bisschen Überraschungsangriff gerät wird, sag ich mal. Dass man halt schnell auf die Gegner zukommen kann. Wäre auch nicht komplett uninteressant. In Ordnung. Sie sind der Boss. Mal so ganz grob betrachtet hier. Das geht zumindest mit den Einheiten man sehr viel schneller Entwicklung. Als vorher. Dass ich die alle bekomme hier. Ist die Frage halt, ob die dann tatsächlich auch brauchbar sind, ne? Weil im Moment habe ich nur einen Nahkampf. Sie zerstören unsere Gebäude. Die Kreaturen werden angegriffen. Fertig. Ja, jetzt sind sie da einzeln. Das ist natürlich uncool. Die dürfen mal bitte nach oben kommen hier. Okay, also viel aushalten tun sie halt wirklich nicht. Das neue Gebäude steht. Das ist nicht überrascht, ne? Aber...
merkt man dann doch ein bisschen sehr stark. Mach die Barriere dann davor gut, oder wie ist das? Ach, guck mal. Das machen sie mal gut hier. Also, das machen sie wirklich gut, gerade mal. Interessant und faszinierend. Die Kreaturen werden angegriffen. Problem ist halt nur, dass sie nichts gegen Luft können. Das hat Hand und Fuß. Können halt wirklich nichts gegen Luft. Und jetzt? Okay. Die Kreaturen werden angegriffen. Das wäre dann das, was die anderen hier nochmal machen müssten. Ich bin bereit. Ja, okay, die schmelzen dann schon ein bisschen stark. Das stimmt schon. Die lohnt sich jetzt vielleicht für den Anfang, aber auf lange Sicht nicht. Nee. Also das sowieso nicht, ne? Aber was? Auch für den schnellen Anfangsrush sind sie vielleicht dann noch nicht so ideal. Aber die Kreaturen werden angegriffen. Ich habe die aufgewertet. Ich mache jetzt noch mal ein paar von. Diese Logik musst du doch erst mal verstehen. Nee, das ist jetzt, es ist jetzt so wie es ist. Und die Kreaturen werden angegriffen. Also die sind, wie gesagt, die sind in großen Mengen, glaube ich, echt nicht schlecht. Die müssen halt ein bisschen schneller noch sein. Ich will zumindest probieren. Na, bevor ich hier komplett aufgebe. Und jetzt schon sage, ach, das wird nix. Weil die haben bisher ganz gute Arbeit gemacht. Ob das jetzt effizient und die Kreaturen werden gut ist, das ist eine andere Frage. Die sind zumindest deutlich billiger als alles andere, was ich so gemacht habe. Hallo. Und sehr praktisch. In Ordnung. Gleichermaßen. Die Entwicklung ist abgeschlossen. Ja. Hallo. Muss unbedingt Luftverteidigung bauen hier. Bald. Die Kreaturen werden angegriffen. Aus genau eben jenen Gründen. Das hat einen Nachteil. Luft können sie natürlich nicht abwehren. Aber das heißt natürlich. Können sie halt nicht. Okay. Hier oben auch so auch eine kleine Produktion, fertig, ne? Fertig mit entwickeln. Bin ich mir da doch recht sicher. Oh, okay. Fertig. Das hat Hand und Fuß. Okay. Die Kreaturen werden angegriffen. An die Arbeit. Wird sofort okay, erledigt. Das ist ja nicht sehr schlecht. Rex Chance zu weil meine Fankämpfe machen das schon, aber trotzdem. Fertig mit bauen. Die Kreaturen werden zufrieden angegriffen. Ich kann mal nicht. Das hat Hand und Fuß. Er kommt sofort an. Erledigt. Ich bin bereit. Das hat die sterben halt jetzt leider ein bisschen uncool. Wenn das mal. Das meiste sterben ist eher uncool. Fertig. Mal ganz ehrlich. Und jetzt? Okay. Okay, hast du recht. Mit einem Okay hätte ich sonst nie gerechnet. Die Kreaturen werden angegriffen. Okay. Oh, bitte kaputt machen hier. Hier ist zum Durchwalzen, sind glaube ich echt nicht schlecht. Zum Zerstören von Gebäuden. Bullejagdraserei, ja. Also das machen die ziemlich gut. Rex wird angegriffen. Rex Chance zu ihren Diensten. Kein Problem. Mr. Schanze. Machen Sie mal was. Die Kreaturen Bam. Werden angegriffen. Ich hoffe nur, dass die Unten jetzt ein bisschen Ruhe lassen hier, was vermutlich nicht der Fall ist. Vermutlich nicht. Ja, doch, hier oben ist es super. Vielleicht kann ich da doch noch ein bisschen was mitreißen. Wer weiß, wer weiß. Das wäre zumindest mal äußerst famos. Ich muss die Fernkampf auf jeden Fall upgraden. Ich müsste auch noch mal gucken. Ich müsste, glaube ich. Ich muss noch mal absolute Fernkämpfe bauen im Sinne von, hey, hier, komm. Die haben wirklich Reichweite und Kampf. Die haue ich mal weg hier. Ich glaube nicht, dass ich die nochmal ernsthaft sinnvoll benutzen werde. So. Die schönen Maus Schuster. So. Ich hätte gerne was mit Barriere zerstören. Ja. Ja, wäre natürlich nett. Können die das alle oder was? Die werde mal eingraben. Jetzt hätte ich gerne drinne hier. Achso, Landeinheit. Naja, natürlich. Barriere zerstören. Hummer Skorpion. Au, oh, warte mal. Skorpion könnte man auch nochmal irgendwie sinnvoll benutzen. Oder? Ist jetzt. Oh, die Scheren. Gut, so viel geiler als das andere Vieh ist es auch nicht.
Was haben wir denn hier? Ich hätte gerne, hier Weitschuss-Zeug. Eingraben, nein. Helmbildung, nein. Regeneration wird natürlich auch ein Traum. Ja, das hätte ja, dass die halt schmeißen können. Fernangriff, da. Gefrosch, ja. Irgendwas, was aus der Ferne gegen Gebäude funktioniert. An sich natürlich gerne der Fütsch. Der Fütschensch. Der gute alte Fütschenschisch. Natürlich. Fütschenschisch. Genau, ein Schützenfisch meinte ich. Schimpansen wären natürlich auch deluxomatisch. Ich hätte aber gerne was mit. Was hat richtig. Ja, so ein nah Angriff, ne? Ist halt gegen Gebäude, glaube ich. Nicht gegen Gebäude. Ah, es ist gegen Gegner. Was ist das hier? Gegner. Das hier ist gegen alles, ne? Was war das? Die alle anderen Kreaturen im Zug geschehen. Ja, das ist. Es sieht halt so wenig aus. Weiter steht überall Gegner. Schimpanse. Giftfrosch. So ein Angriff vom Killer war es natürlich auch nicht so wahnsinnig viel. Ah, ist schon stark, ne? Reichweite 23 Meter. Reichweite 20 Meter. Potwa, ich muss da mal ein Potwa benutzen hier. Muss ich mal. Auch wenn die teuer sind, sauteuer, also richtig teuer. Womit denn kombiniert das Ganze? Kann ich da vielleicht den Fernkampf nochmal mit kombinieren? Hätte total viel. Erstmal ein Giftfrosch. Erstmal einen Giftfrosch damit kombinieren, na klar. Nee. Amphibie? Nee, ne? Fähigkeit Regeneration wäre halt super. Komodo-Varan. Aha. Jetzt wird's interessant. Das ist nicht schlecht. Warte mal. Ein Pott-Varan ist auch schön. Ich hätte aber gerne. ich hätte gerne, genau. Den Kram. Ja, es ist auch okay. Es ist, selbst für Nahkampf ist es ja in Ordnung, ne? Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das dann auch für die Gebäude und sowas gilt. Aber das ist nicht schlecht. Gift für gegnerische Kreaturen Schaden zu, lähmt diese parallel und schreckt so deren Bewegungsgeschwindigkeit und Angriffsschaden zu berühren. Gegen Maßnahmen, Immunität, mehrere angreifende Einheiten. Ja. Ich weiß es nicht, ob das sinnvoll wäre, das Vieh. Denn wir können es probieren. Der gute Pott-Varan. Ha. Muss das Ding. Wenn das Ding sogar schwimmen kann. Ah, dann kann ich damit oben den roten angreifen, oder nicht? Ich mach das mal schwimmend. Ich mach das mal schwimmend. Total crazy. Ah, der gute Pott-Varan. So. Ist auch die teuerste Einheit, die ich jetzt, glaube ich, habe. Oder die höchste zumindest. Fürchte ich, oder? Es ist fast die höchste Einheit. Steht. Es ist aber schon eine gute Einheit. Fertig mit entwickeln. Hätte ich jetzt mal gesagt. Der gute Pott-Varan. Ich muss ja nur erstmal so weit kommen, dass es überhaupt funktioniert. Bis da überhaupt irgendwas läuft. So, ich brauche Abwehr von Fernkampf. Ich meine doch von Luft. Sie sind der Boss. Luft. Entfernung hier. Okay. Also Gegner müssen aus der Luft entfernt werden. Sie sind der Boss. So. Fertig, Boss. In Ordnung. Zack, Bums. Wo sind sie noch da? Sie sind der Boss. Die dürfen aber alle bitte fertig sein. Ne? Okay. Wollen wir was Fertiges machen vor allem. Entwicklungsstufe 4. Die fünfte kann gleich auch auf dem Weg sein direkt. Das spricht eigentlich auch nichts gegen. Es geht fast ein bisschen flott, aber na gut. Ich werde mal speichern an dieser Stelle. Weil ich glaube, dass wir den Pott-Varan, dass das schon, also dass beide Kreaturen gar nicht mal so Grütze sind. Entwicklung für Stufe 4. Deswegen würde ich die ungern komplett verlieren hier. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Fertig mit Bau. Ach komm. Ich bin bereit. Der Onkel muss ja. Werden angegriffen. Ja, ich hätte mir den Schimpansen hier den Fernangriff da machen sollen und können, ja. Rex Chance zu ihren Diensten. Der ist gegen Gebäude. Das können wir ja zusätzlich nochmal machen. Die Kreaturen werden angegriffen. Sie zerstören unsere Gebäude. Es war wenig, aber die Reichweite ist halt gut davon. Das ist so die Überlegung. Aber gut, im Moment habe ich nicht das Problem. Schon 5.
Au! Achso, das sind die Upgrades, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, warum ist das schon fertig? Ich entwickle jetzt schon mal den Pottwaran hier. Obwohl ich den noch nicht mal persönlich kennengelernt habe. Ich bin bereit. Aber, ne, das ist pure Zuneigung hier. Das muss funktionieren. So, das ist mit Bauen. Ne? Da muss man auch mal ambitioniert sein. Dass so ein Ding dann vielleicht okay ist. In Ordnung. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Okay, hier nochmal so ein daneben. Sie sind der Boss. So. Also sind echt einigermaßen flott, die Viecher. Finde ich ja gut. Okay, die greifen noch mehr an hier. Da, ich habe 4 Einheiten mit Stufe 5. Also ist schon ein bisschen übertrieben. Ganz dezent. Fällt zum Glück nicht auf. Entwicklung für Stufe 5 ist abgeschlossen. Ey. Das Gebäude ist fertig. Okay, der gute Pottwaran. Hat sogar wahnsinnig viel Leben. Er braucht nur unheimlich viel Ressourcen, das ist das Problem dabei. Tja. Aber so ist das, wenn man ein richtiger Pottwaran sein möchte. Wahrscheinlich aus dem Ruhrpott. So eine richtige Pottschnauze halt. Also der hat wirklich eine Pottschnauze. Die Kreaturen werden angegriffen. Wenn man da mal so drüber nachdenkt. Mal ganz ehrlich. Also wenn hier jemand eine Pottschnauze hat, dann ja wohl der. Also Schnauze wie ein Pott. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich meine, das heißt ja auch Pottball, ne? Weil er so ein bisschen... Weil der... ein bisschen eigen ist. Was? Ich will nicht sagen Pott hässlich, aber naja. Ich finde ihn auch nicht hässlich, der ist hübsch. Das ist meine neue Liebe. Wie kann die neue Liebe denn hässlich sein? Dann hat man sich nicht die richtige Liebe ausgesucht. Wenn es das denn sein sollte. Fertig, mal Boss. Ganz ehrlich. In Ordnung. So. Okay. Ich werde da oben schon mal was aufbauen. Hoffentlich. Oh. Was für ein Brocken, ey. Wow. Was für ein Klumpen, mal ganz ehrlich. Das ist auch der zweite. Ich hoffe, dass die Dinger gut sind. Ah, Moment. Ich hoffe, dass die Dinger gut sind. Bisher macht es einen recht schwungen Eindruck. Ist die Frage, schießen die oder was machen die? Oder gegen Gebäude wollen sie hauen, glaube ich, ne? Die Kreaturen werden angegriffen. Ja, ist dann das Problem, dass die sich gegenseitig im Weg stehen. Ja, die wollen hier gegen Gebäude Nahkampf machen, das ist der Nachteil davon. Die Kreaturen werden angegriffen. Dafür halten sie eine Menge aus. Der Sonarimpuls ist ziemlich stark. Ich hoffe, dass die Dinger gut sind. Das ist gerade mal meine neue Hoffnung, falls man das nicht daran erkennt, dass ich sehr oft Hoffnung sage. Das sieht halt schon sehr massiv jetzt hier. Okay, da fliegt neues Zeug an. Da haben sie Sonarimpuls. Und der zerschreddert gerade mal so einiges, glaube ich, oder? Die Kreaturen werden angegriffen. Ja, ist okay. Oh ja, so nah uns gut. Ist abgeschlossen. Sehr alles gut. Von diesen Dingen verfolgt mich. Ach hier, oh ja doch, der so nah Puls ist gut. Wow. Okay, die doch, Kreaturen das ist gut. Werden angegriffen. Zumindest gegen die Biester. Alles klar, hat mich überzeugt. An die Arbeit. Der Onkel muss mal mitkommen hier. Doch, das ist also gegen die Fliegen gemacht, hat zumindest 70 Schaden. In Ordnung. Das ist natürlich nicht gegen alle, ne, aber trotzdem. Hier muss ich gar nicht mal hoch, ehrlich gesagt. Ich bin bereit. Finde ich aber kein Fan davon. Fuß. Gibt natürlich durchaus einen Anreiz, aber muss ich nicht. Und zwar hier das kaputt zu machen und vor allem das hier unten kaputt zu machen. Aber da könnte ich theoretisch auch dran vorbeischwimmen, oder? Kann das schwimmen? Ja. Die Fische können nicht schwimmen, ne? Doch. Das neue Gebäude steht. Der kann schwimmen. Na, Bäre, ich werde erstmal hier noch Pottwarane bauen. Rex Chance zu ihren Diensten. Muss halt die Produktionsgebäude stören. Ne? Da sind zwei, dann. Ne, das eins hier unten. Das oben ist nur Deko, es passt. Aber das ist dann das letzte Gebäude, damit der Blaue nicht sofort stirbt, ne? Oder was ist das? So, das ist meine neue Hoffnung. Kostet auch nur 475 Zeug. Wenn ich die da reinsetze, was passiert dann? Wahrscheinlich sterben die dann, ne? Aber
Ich schwimme, glaube ich, ziemlich langsam. Ich nehme die aber mal mit hier. Warte mal. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich muss es mal kurz machen hier. Ich glaube, das ist fast so eine Selbstmordaktion, ne? Aber. Die Kreaturen werden angegriffen. Weil die müssen mal zurückkommen hier. Die stehen sich im Weg jetzt, Mist. Ja, das ist Wegfindungskacke hier. Ziemlich. Die Kreaturen werden angegriffen. So. Die Wegfindung ist gerade äußerste Grütze. Wow. Was ist denn da los? Die Kreaturen werden angegriffen. Das ist gerade mal. Wow, ist das Grütze. Fertig. An die Arbeit. Kriegen hier gar nichts hin. Halt, greif an den Quatsch. Die Kreaturen werden angegriffen. Das ist mein komplett zu Nummer 2 weg. Das ist toll. Wirklich komplett weg. Ja, Arte kriegen das hin. Das machen die schon. Oder die machen auch nochmal mit. Die umgreifen gerade erstaunlich wenig bis überhaupt nicht an. Das ist gut für mich. Noch mehr Pottwale. Ich meine, hier Pottviecher. Die Kreaturen werden. Und dann hätte ich auch gerne nochmal einen klassischen. Weiß ich nicht, Fernkampf wahrscheinlich, ne? Der läuft zwischendurch, geil. Die Kreaturen werden angegriffen. Total albern. Ja, aber wo denn? Achso, von dem Gebäude da, okay. Alles klar. Und jetzt? Wird sofort erledigt. Ey! So. Ich schwimme aber angenehm schnell, muss ich sagen. Okay. Wow, okay, okay, okay. Ich hoffe, dass das läuft. Ich bin bereit. Ich hoffe, dass das gut wird. Gehilfen werden angegriffen. Ja, das ist jetzt das Problem. Fertig, Boss. Mist, Mist, Mist. Hab ich noch weitere Wale hier? Sie zerstören unsere Gebäude. Eines von diesen Dingern verfolgt mich. Ich weiß. Das habe ich jetzt natürlich noch nicht gemacht, da oben zu verteidigen. Aber. Gehilfen, die kommen mir näher, das ist gut, das ist gut. Und der macht hoffentlich Flächenschaden. Und die Reifweite ist halt der Wahnsinn jetzt. Unser Stützpunkt wird und angegriffen. Der macht halt auch wirklich massiv Flächenschaden. Die Kreaturen werden angegriffen. Wow, okay. Die reißen hier einiges. Das ist. Oh, wow. Eines von diesen Dingen verfolgt mich. Okay, ich bin gerade äußerst begeistert von den Viechern hier. Falls man das nicht merkt. Äußerst begeistert. Gehilfen so äußerst, dass ich das spontan veräußern möchte. Sie zerstören unsere Gebäude. Die Kreaturen werden angegriffen. Er zerlegt hier alleine drei von den Viechern, ne? Kann das sein? Ne, die beiden.